Oberligaspieltag Nummer 2, Auswärtsspiel beim FSV Hollenbach. Direkt rein, Spielminute 1. Der FSV Hollenbach kommt hier nach einem Kopfballfehler in der Defensive des 08 zu einer Abschlussszene. Auf der Linie geklärt vom Torhüter Kevin Ehmann. Er stand für den Privatverhinderten Dennis Klose im Kasten. Minute 12. Jetzt ist es der FC 08, der hier der ersten Angriffsszene aufwartet. Leon Albrecht auf Außen sieht in der Mitte Diakite und er kommt völlig unbedrängt zum Kopfball. Das muss eigentlich das Tor sein. Minute 20, Freistoß, eine Sache für Erich Sautner in der Mitte. Kein Abnehmer, es bleibt weiter beim 0:0. Nächster Standard, die 24. Minute und der nächste Kopfball nach einer Ecke des FC 08. Die 37. Minute. Hier passt der FSV Hollenbach dann nicht auf. Hier kommt nämlich der Fehlpass und der flinke Diakite ahnt das, geht dann ab, hat Geschwindigkeitsvorteile, aber verstolpert den Ball. Leider kein Tor für Villingen, da war mehr drin. Dann die 40. Minute, die nächste Ecke für Villingen. Zunächst geklärt, aber dann kommt Jonas Busam hier noch zum Abschluss abgefälscht. Doch der Torhüter bleibt im Spiel und verhindert das Tor. Minute 55 nach dem 0:0 zur Pause, jetzt der FC 08. Dragan Ovuka etwas zu weit vorgelegt, so kommt Hollenbach an den Ball. Abgefälscht, dann aber wieder das Spiel klug, verlangsamt, rausgenommen und dann schlägt Jonas Busam hier am Ball vorbei. Bedrängt wird der Torhüter und Ehmann fault dann den Gegner. 55. Minute, Elfmeter und Matthias Hahn stellt auf 1:0 für die Gastgeber. Was kommt von Villingen? Minute 62, langer Ball, Ovuka. Und dann Handspiel war hier die Frage. Doch die Schiedsrichterin lässt weiterlaufen. 65. Minute, hier geht Leon Albrecht mit seiner Geschwindigkeit durch. Das macht er richtig gut und Abschluss doch über den Kasten. Es bleibt weiter beim Rückstand für Villingen. Dann haben wir die 82. Minute. Hier kommt der eingewechselte Samet Yilmaz zu einer Abschlusschance. Am Kasten vorbei. Und Minute 85, da gibt es dann einen Freistoß, der gut kommt. Der Torhüter boxt ihn raus und dann hier die Nachschussgelegenheit 1 und 2. Nicht mehr gefährlich. Der Torhüter verhindert erneut das Tor. Und in der Nachspielzeit wäre es dann fast noch das 0:2 gewesen für Hollenbach. Schauen wir rein. Hier kommen sie zum Abschluss. Am Ende bleibt es beim 0:1. Villingen verliert auswärts in Hollenbach.